Meine Damen und Herren, ich gehöre nicht zu den arroganten Schweinen, die vergessen, wer... Ah, wir machen erst Werbung, meine Damen und Herren, und dann sage ich Ihnen, warum ich keiner von diesen arroganten Schweinen bin, die vergessen, welcher Sender sie überhaupt existieren lässt. Kurze Werbung und dann sind wir wieder da. Ich bin dem ersten deutschen Fernsehen auf ewig dankbar. Nicht nur, weil es mich wieder aufgenommen hat, nachdem ich ein Jahr lang geglaubt hätte, ich wäre ein Koch, der mit den Füßen arbeitet in der Schweiz, sondern auch, weil es mir Gelegenheit gibt, eine neue Show zu machen, ja, die ich jetzt bei Ihnen präsentieren darf, hier in meiner Show. Herzlich willkommen zu meiner neuen Talkshow Köln Ost. Heute unser Thema in Köln Ost, Eva Herrmann und ihr Buch Das Eva-Prinzip. Unsere Gäste sind Frau Lisa Hamels. Sie war nie mit Dieter Bohlen zusammen und sagt, Frauen sind für Haushalt und Erziehung zuständig. Frau Barbara Waschull. Sie war noch niemals in New York und sagt, Frau Herrmann hat gut reden. Bis dato hat sie auch Karriere gemacht. Frau Undine von Heuningen-Hühne. Sie ist keine Brecht-Schülerin und sagt, ich brauche keine andere Meinung, um mir meine Meinung zu bilden. Frau Nathalie Licard aus Frankreich. Sie war nicht in der Waffen-SS und sagt, oh la la. Sie alle sind heute zu Gast in Köln-Ost bei Harald Schmidt. Guten Abend und herzlich willkommen. Ja, das, meine Damen und Herren, ist das Buch, das übermorgen die Welt verändern wird. Das Eva-Prinzip von Eva Herrmann. Es ist bisher verboten, aus diesem Buch überhaupt vorzulesen. 300.000 Euro Strafe und 50 Hiebe mit einer zusammengerollten Frauenzeitschrift auf dem nackten Purpose, wenn man vorher schon draus zitiert. Deswegen sind wir heute Abend auf Zitate angewiesen, die Eva Herrmann in einem der 6.321 Interviews vorab schon selber herausgeblasen hat. Frau Hamels, ich fange vielleicht mal mit Ihnen an. Kennen Sie einige der Thesen von Eva Herrmann? Was? Ja. Ja, zum Beispiel welche? Zum Beispiel, dass die Frauen, die zu Hause bleiben, wichtiger sind für die Gesellschaft, als sie die Karriere machen. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 18. Was halten Sie von dieser These? Grundsätzlich würde ich sagen, sollte es jeder Frau gleichgestellt sein, sie dürfte selber entscheiden, ob sie Karriere machen möchte oder zu Hause bleiben möchte. Aber ich persönlich würde es vorziehen, zu Hause zu sein, bei den Kindern. Haben Sie schon Kinder? Nein. Wollen Sie Kinder? Ja. Haben Sie einen Partner? Ja. Sind Sie sich unsicher, ob Nein. Sie einen Partner? Nein. Möchte Ihr Partner auch Kinder? Ich denke ja. Ja. Wollen Sie mit ihm drüber sprechen oder wollen Sie ihn überraschen? Habe ich mir bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Frau Waschull, wenn Sie das hören als, ich glaube, wir sind eine Generation. Ja, kennen danke. Wir uns nicht überhaupt? Ja, ja. Haben wir uns nicht mal, haben sich unsere Hände nicht berührt, als wir gleichzeitig nach einer Krawattennadel gegriffen haben? So ungefähr. Das war so ungefähr. Ja. Wenn Sie hören, dass eine junge, attraktive Frau mit 18 gar keinen Beruf mehr lernen möchte, sondern einfach... Ja, oder habe ich das falsch verstanden? Beruf schon. Ja, einen Beruf schon, ach so, aber nicht ausüben. Ja, doch, irgendwann ja schon. Was sind Sie vom Beruf? Schülerin. Abitur bald. Ja. Und was wollen Sie mal? Wollen Sie studieren? Ja. Zum Beispiel? Logopädin. Ah, das ist übrigens ein ganz toller Job. Ja. Mir hat meine Logopädin geholfen, weil ich meine Stimme verloren habe. Da werden viele von Ihnen diese Frau heute noch verfluchen. Ja? Und nach 10 Sitzungen war die Stimme wieder da. Logopädin ist, hilft Leuten auch nach Kehlkopfoperationen oder Stotterern. Also ganz toller Job. Haben Sie schon Erfahrung in der Richtung? Nee, noch gar nicht. Wie kommen Sie dann da drauf? Weil ich den Tipp bekommen habe, dass das zu mir passen würde und gerade kürzlich eine Berufsberatung gemacht habe. Haben Sie auch einen Beruf, Frau Waschull? Nicht mehr. Wurde der weggenommen? Oder? Nein, ich bin schon in Rente. Ah, Donnerwetter, gehen denn Frauen heute Anfang 40 in Rente? Könnte mein Mann auch mal sagen. Ah, Ihr Mann ist mit hier. Ja, ja. Aber wir fahren ja auch zusammen in Urlaub. Warum nicht? Ja. Ja. Was halten Sie von diesen Thesen? Von den Thesen von... Also wenn Eva Herrmann sagt, wir Frauen sollten öfter mal die Klappe halten. Nö, nicht öfter, schon mal, ja, aber nicht bei welcher Gelegenheit zum Beispiel? Man könnte die Klappe halten, wenn der andere immer recht haben will, zum Beispiel.
dann würde ich mich etwas zurückziehen. Dass man ihn ins Leere laufen lässt? Indem dass man sagt, keinen Streit deshalb bekommt. Wirklich, ja? Würde ich mich ein bisschen zurückziehen. Ja? Und irgendwann würde ich dann mal aus der Höhle kommen und würde sagen, hör mal, so und so und so. Ah, das ist aber schon, wie lange sind Sie verheiratet, wenn ich fragen darf? Da spricht ja sehr viel Deeskalationserfahrung mit, oder? Das habe ich gelernt in 25 Jahren Ehe, die nicht immer auf Hosen dann gehalten hat, wo ich mich habe scheiden lassen. Aha. Und habe jetzt einen Mann, wo ich schon 10 Jahre mit verheiratet bin. Und in der ersten Ehe habe ich sehr viel gelernt, für mich selber. Deswegen, Eva Herrmann ist ja schon 4-mal vor genau, dem Traualtar. Genau, deshalb ja, na, gut. Aber man braucht natürlich auch so, ja, wie sollen wir sagen, Testläufe wäre zu hart gesagt, aber... ja, so ein Testlauf sollte, müsste nicht sein, aber wenn der Partner nicht so mitzieht, weg. Dann ja. weg. Genau. Was waren Sie vom Beruf? Industriekauffrau. Aha. Frau Undine von Höningen-Hühne. Habe ich das richtig gesagt? Nein. Heuningen-Hühne. Richtig. Wie alt sind Sie? 16. Gehen Sie auch noch zur Schule? Ja. Sie kommen aus Jenny Elversstadt in der Lüneburger Heide. Ja. Welche Schule besuchen Sie? Gymnasium. Haben Sie ein Berufsziel, einen Berufswunsch? Ja, so genau weiß ich das jetzt noch nicht. Aber für mich ist eigentlich klar, dass ich das irgendwie so unterbringen möchte, dass ich auch Kinder bekommen kann. Also die Vereinbarkeit. Ja. Ich muss sagen, für mich waren die Thesen von Eva Herrmann auch mal, ich finde, warum soll eine Frau nicht zum Beispiel 14 Kinder haben und gleichzeitig die NATO befehligen? Das, ja, dann müssen wir Männer aber auch mal mit anpacken. Wenn Sie zum Beispiel eine These hören wie, eine Frau ist viel eher in der Lage, das Haus heimelig zu machen, schöne Kerzen zu platzieren, Blumen aufzustellen und Apfelkuchen zu backen. Was sagen Sie als junge Frau dazu? Ich denke, das kommt auf den Partner erstens an. Inwiefern? Ja, wenn der nicht so heimelig ist, sondern, weiß ich nicht, Rocker oder so, dann wird das nichts. Ja, aber gerade Rocker sind ja doch oft, wenn sie die Lederjacke an den Link haben, es gern kuschelig. Also das denkt man gar nicht. Wären Sie dafür, das Heim zu, also ich meine, das Zuhause zu verschönen? Ja, ich denke schon. Mit Blumen? Ja, auch. Haben Sie schon einen festen Freund? Ja. Wie lange? Seit über einem halben Jahr. Wie ist der? Ist der ein romantischer Typ? Ja. Wieso zögern Sie? Bedingt. Doch. Bedingt. Ja, teils, aber eigentlich schon. Ja. Und fasst ihr mal im Haushalt mit an? Ja, doch. Wo denn? Das soll nichts Falsches sagen. Ja, wo denn? Also kochen, das übernehme ich dann doch. Ja, also wohnen tun wir noch nicht zusammen, aber so putzen manchmal. Ja, putzen. Ein bisschen. Ja? Ja, doch, in seinem Haus schon. Ja. Was halten Sie als erfahrene Frau von dieser These, wenn Frau Herrmann sagt, wer den ganzen Tag zu Hause rumquengelt, ist ein Lustkiller und es läuft nichts im Bett? Da hat sie recht. Wirklich? Ja, ja, finde ich. Also wenn mein Mann den ganzen Tag rumquengeln würde, ich will jetzt nicht sagen, da läuft nichts im Bett, aber das ist ein bisschen überspitzt, aber wenn der den ganzen Tag rumquengeln würde, wäre ich ein bisschen sauer und wenn ich das täte, auch. Ja, aber Frau Herrmann hat es so gemeint, dass wenn die Frau den ganzen Tag quengelt, also im Grunde... Ja, das ist auch schlimm. Wenn, man kann nicht erwarten, dass wenn Mutti den ganzen Tag schrubbt und bügelt, dass sie abends noch abgeht wie ein Zäpfchen. Ja. Ach nö, aber... Also ich als Mann würde auch nicht freudig sein, wenn ich aus der Arbeit komme und meine Frau würde da sitzen, oh, ich habe wieder den ganzen Tag gebügelt oder geputzt oder was nicht alles. Nö, muss man nicht haben. Ja. Gibt es andere Themen? Ja. Das ist ja meine Aufgabe gewesen, die habe ich erledigt und fertig ist. Also das empfinden Sie aber schon mit als Ihre Pflicht sozusagen, oder? Ja, wenn ich jetzt zu Hause bin den ganzen Tag, na gut. Am Wochenende wird das geteilt, aber ich kann jetzt nur von früher reden. Wieso von früher? Ja, weil jetzt sind wir beide zu Hause und dann machen wir das zusammen. Ach, und dadurch das haben wir viel mehr Freizeit. Was machen Sie in der, und was machen Sie in der Freizeit? Och, einiges. Es gibt vieles. Kurzreisen. Oder ein Städtchen gehen oder nach Köln fahren oder nach Düsseldorf fahren. Gibt verschiedene Dinge. Also das klingt ja eigentlich sehr vielversprechend. Du warst unterwegs auf der Straße, und zwar diesmal um Frauen zu befragen, was sie von dieser These halten. Und das wollen wir Ihnen doch mal nicht vorenthalten. Was halten Sie von Eva Herrmann? Was halten Sie von Eva Herrmann? Ach, das ist die Tagesschausprecherin, ja. Ne? Was halten Sie von Frau Eva Herrmann? Kenne ich gar nicht. Von Eva Herrmann? Ach, die Herrmann? Ja. Ja. Echt? Ja.
Ich sehe das genauso. Sie sagt zum Beispiel, Frauen sollten ihre Kinder zwischen 20 und 30 bekommen. Da sind wir viel zu alt. Nein, aber das stimmt schon. Das halte ich für totalen Quatsch. Halte ich für totalen Mumpitz. Das ist ziemlicher Bockmist, finde ich. Ich sehe das genauso. Über 30 dann, ich glaube, Kinder sind so behindert, wenn man, ja, die Frauen bekommen so behinderte Kinder. Man kann genauso mit 40 Kinder bekommen. Meine Mutter hat auch noch mit 50 studiert. Wunderbare Vorstellung. Aber wenn Sie keine Oma zu Hause haben, ist das alles Unsinn. Ja, das war... Als sie dann in die SS eingriff, das ist nächste Woche, Entschuldigung. Falsche Karten wieder. Ja. Wie ist das bei euch in Frankreich? Ihr habt Ministerinnen, Madame Royale, ihr habt Schauspielerinnen, die kommen praktisch schwanger von jedem Film zurück und drehen trotzdem weiter. Ist das in Frankreich anders? Es gibt sowieso in Frankreich, die Frauen haben viel mehr Kinder als in Deutschland zu sprechen. Warum? Zum Beispiel, warum? Schon wegen der Schulsysteme. Die Kinder sind Nachmittag in der Schule in Deutschland. Wenn du, finde ich, wenn du Kinder willst, du musst entweder super reich sein oder deine Kinder sind auf die Straße und mit einem Schlüssel da und können nicht. Ich glaube, es ist ein Hauptproblem. Ja, da gibt's doch noch was dazwischen, oder? Ja, blöde Ort oder so. Enfin, ich finde, es ist ein Hauptgrund. Und auch, ich glaube, wahrscheinlich die Franzosen sind besser liebhaber. Das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich wirklich für ein Gerücht, oder? Nee. Ja? Ja, ich meine, du hast Vergleichsmöglichkeiten. Ja? Wenn du dir diese beiden Busse nebeneinander vorstellst. Würdest du auch sagen, die Franzosen sind die besseren Liebhaber? Ja, würde ich sagen, ja, natürlich. Und warum? Ja, weil sie drücken die Sache aus mit viel mehr Delikatesse. Ja, haben Sie da auch eine Meinung zu diesem Thema, Sie beide? Nee. Nein. Ich muss sagen, der letzte Franzose, den ich hatte, war ein ziemliches Weichei. Also okay. Dafür hat man ihn auch im Finale rausgeschmissen. Sehr gut, ja. So, damit sind wir schon wieder am Ende. Nächste Woche heißt das Thema, ich war die Zwiebel von Günter Grass, Frauen beichten.